Hey Leute, euer Roller springt gar nicht an, springt schlecht an, hat Kaltstartprobleme. Oft ist es der Choke und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Choke ganz easy überprüfen könnt. Okay, der Choke hängt am Vergaser fest. Normalerweise ist der Vergaser komplett eingebaut im Roller, um den Choke zu kontrollieren. Braucht ihr theoretisch den Vergaser nicht auszubauen. Da ich aber an dem Roller dran bin und sowieso den Vergaser ausgebaut habe zum Reinigen, also das kann ich immer empfehlen, wenn ihr sowas macht, komplettes, volles Programm durchziehen. Ist mir auch gefallen, dass dieser Choke tatsächlich schon mal getauscht wurde. Das sieht man hier an den. Komm mal näher ran, wir gehen an den Tisch, da sieht man es besser. So, diese Kontakte wurden hier, also der Stecker ist der Originalstecker, den kann man einfach abstecken und wurde dann hier in zwei neue Käbelchen rangelötet. Das bedeutet, der Choke, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass der Choke neu ist. Den auszubauen geht natürlich auch im eingebauten Zustand, also wenn der Vergaser noch im Roller drin ist. Dazu einfach nur diese zwei Schräubchen lösen, den Stecker wegmachen und dann kann man das nach oben hinwegziehen. Zeige ich euch gleich. Ihr dürft nicht den Fehler machen, oder was heißt nicht den Fehler machen? Ich sehe ganz oft, ich höre ganz oft, ich lese ganz oft. Roller springt schlecht an, startet nicht. Ich habe als erstes mal den Choke getauscht. Verstehe ich nicht. Okay, es sind zwar keine Ahnung, im Schnitt so 15 bis 20 € oder so. Die sind aber unnütz und verbraten, weil ihr könnt den ganz simpel testen. Und ich zeige euch mal, oh, der hier klemmt ein bisschen fest, ein bisschen drehen, dann hat man es ab. So sieht er von innen aus. Ich zeige euch, wie man den mit ganz, ganz simplen Mitteln testet. Okay, ich habe mir hier einen Meterstab und den Choke in der Hand. Jetzt schaut mal näher hin. So, ich zeige es euch. Genau, geh mal näher ran. Und zwar, ich halte den einfach mal hier ran und wir haben, also wir können messen hier von dieser Kante. Sind es ungefähr 8 mm, die er rausguckt. Das ist im kalten Zustand. Das ist ganz wichtig. Er muss eine Weile da gelegen haben. Er muss abgekühlt sein. Er muss kalt sein. Und dann schließen wir jetzt Strom an und messen ihn eine Weile, wenn er warm gelaufen ist, sozusagen. Ich habe jetzt wirklich einige verschiedene Varianten, weil es gibt immer wieder verschiedene Chokes, die haben verschiedene Anschlüsse. Da muss man ein bisschen rumtricksen. Und bedenkt dran, es ist Strom, mit dem ihr da rumhantiert. Ihr könnt eine gewischt bekommen, ihr könnt einen Kurzschluss fabrizieren, ihr könnt ein Feuer auslösen, was auch immer, falls ihr euch das nicht zutraut. Weil ich sage immer Finger davon und das ist saugefährlich. Und ich kann euch zeigen, wie ich es mache. Ihr dürft das natürlich nicht nachmachen, aber ihr wisst dann grob, in welche Richtung es geht. Weil ich mache das zum Beispiel mit diesen Krokodilklemmen. Da kann ich, Moment, zum Beispiel hier habe ich zwei Kontakte drin, da mache ich die eine Klemme ran und die beiden Krokodilklemmen dürfen sich halt auf keinen Fall berühren. Ja, aber hier ist schon eine ganz schöne, enge Geschichte und es ist schon, wenn die beiden Kontakt haben, später habt ihr einen Kurzschluss. Kann man machen, ist saugefährlich, würde ich auch nicht empfehlen. Ich habe mir hier eine andere Konstruktion gebastelt, wo ich hier zwei passende Stecker habe. So sehen die aus. Die hier sind jetzt nicht isoliert. Nehmt, wenn ihr sowas macht, natürlich isolierten, weil wenn die hier drin dann Kontakt haben, dann habt ihr auch ein Problem und einen Kurzschluss und Funkenschlag und keine Ahnung was. Dann ist das hier drin. Also ich sehe zwar, also ich bleibe immer dabei, da passiert jetzt nichts, aber ihr wisst, was zu beachten ist. Und an der anderen Seite habe ich zwei Batteriepole. Und die schließe ich jetzt an und ich zeige euch, was passiert. Ich habe hier eine vollgeladene Batterie. Ihr könnt es mit der Rollerbatterie machen. Hauptsache, ihr habt 12 Volt, ist egal. Und da ist auch am Stecker, ist auch relativ egal, wie rum ihr das macht. Dann mache ich hier einmal den Minuspol drauf, dann einmal den Pluspol. Es entstehen keine Funken. Und jetzt lasse ich das Teil hier einfach mal 2 bis 3 Minuten liegen. Und das simuliert sozusagen, wenn er im Roller eingebaut ist, wenn er warm läuft, wenn der Motor läuft. Wir warten kurz ein bisschen ab und schauen, was passiert. So, 3 Minuten sind vorbei. Wir machen den wieder weg von der Batterie. Den Choke. So, und messen den gleich mal nach. Müssen wir direkt machen, damit er nicht wieder abkühlt. Und jetzt können wir schauen, wie weit er ausgefahren ist. Und jetzt sind wir bei 14 mm. Das bedeutet, er funktioniert. Und ja, so einfach haben wir ihn getestet. Dann können wir den Choke wieder in den Vergaser reinmachen. Hier so. Dann die zwei Schräubchen wieder drauf. Ach so, vergessen. Ganz wichtig. Ich mache ihn wieder raus. Schaut, dass die Dichtung hier, dass die auch vernünftig ist und auch drin ist. Oder manchmal sitzt sie auch hier am Rand. Weil wenn die Dichtung fehlt oder hinüber ist, dann zieht ihr Falschluft und habt ganz, ganz große Probleme. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe das alles schon erlebt. Weil irgendjemand hat dann irgendwann mal den Vergaser zusammengemurkst und ich wundere mich, warum der nicht läuft. Bis ich dann mal alles wieder zerlegt habe und dann sehe, dass die Dichtung fehlt oder sich aufgelöst hat. Deswegen ganz, ganz wichtig, das immer kontrollieren. Dann die zwei Schräubchen wieder reinmachen. So.
Festziehen. Fertig. Easy. So schnell geht das. Das ist auch schon das Ende vom Video. Ich wollte nur mal kurz zeigen, wie man den Choke überprüft oder testet. Weil ganz, ganz viele tauschen den einfach und sagen, ja, es lag nicht am Choke. Ja, aber das kann man einfach überprüfen, ohne den ja, neu zu besorgen und keine Ahnung. Weil ich bin immer dafür, die alten funktionierenden Sachen zu erhalten und nicht immer alles gleich neu zu machen. Weil oft macht man sich mit was Neuem auch eine neue Fehlerquelle rein oder kann irgendwas nicht ausschließen. Deswegen ganz einfach überprüft, das war auch schon alles. Falls ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben oder aber auf Instagram, Rocky Roller Doktor heiße ich da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!